Willkommen zum vorletzten Rennwochenende dieser Saison. Nach dem gestrigen Qualifying hat Nico Rosberg die Pole und für das Rennen hat er logischerweise alle Trümpfe in der Hand. Eine fantastische Runde, die ihm da gestern gelungen ist. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Wie wichtig ist heute ein guter Start für Hamilton? Um Meisterschaften zu gewinnen, muss man Punkte holen und in der Tabelle aufsteigen. Er wird sicherstellen wollen, dass er nicht schon in der ersten Kurve in etwas Dummes verwickelt wird. Er wird auch auf einen guten Start hoffen und darauf in Führung zu liegen, wenn es in die zweite Runde geht. Ein anderes Szenario für uns, diesmal relativ weit hinten als in den Rennen zuvor. Das kann was werden, kann aber auch nach hinten losgehen. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen, Großer Preis der USA. Das war ein komisches Gefühl, nachdem wir Q2 selbstverschuldet ausgeschieden sind, weil ich einfach vorgespult habe. Aber ich finde es eben gar nicht so schlimm, ist irgendwie seltsam, ich kann es kaum beschreiben. Und ich sehe wirklich hier die Möglichkeit, zuletzt waren wir eben relativ weit vorne, mussten uns dann eher durchreichen lassen und hier heute vielleicht mal eine andere Richtung. Also gibt's für euch vielleicht noch mehr Zweikämpfe, aber auch mehr Zweikämpfe können bedeuten noch mehr die Gefahr, dass wir den Wagen verlieren, weil irgendjemand nicht aufpasst, aber es bietet einfach mehr Optionen. Tja, so, jetzt schauen wir einfach mal nach. Rennstrategie, 3 Stops also, habe ich gewissermaßen schon geahnt. Wir haben 2 frische Reifensätze. Das hat mich auch irgendwie sehr zufriedengestellt, als wir in Q2 oder positiv gestimmt, als wir in Q2 ausgeschieden sind. Eben der Hintergedanke, 2 komplett frische Reifensätze, jetzt zum Start ein. Und dann eben den 5% Reifen, den wir wahrscheinlich bei Boxenstopp 2 aufziehen werden. Mein Ziel ist hier für das Rennen weiterhin, ich sag Platz 8, 9. Also Punkte auf jeden Fall. Platz 8 würde bedeuten, wir, wenn Maldonado keinen Punkt holt, sind wir 1 Punkt vor ihm. Und das wäre ja wirklich super. Also, ich glaube kaum, dass wir uns irgendwie großartig jetzt das Rennen verbaut haben, dass wir jetzt Platz 8 nicht mehr erreichen können. Das wäre auch mein Ziel gewesen, wenn wir beispielsweise von Platz 6 aus ins Rennen gegangen wären. Aber wer weiß. Und das Rennen, das Wetter ist auch noch trocken. Ich rede gerade vielleicht wieder zu viel. Ich gönne mir gleich noch einen Schluck, dann legen wir los. Ich habe im freien Training und im Qualifying Jeff um Ruhe gebeten. Im Rennen werde ich das nicht machen. Zumindest erstmal nicht, wenn es mir wirklich auf den Keks gehen sollte. Aber das ist für das freie Training und Qualifying recht hilfreich, weil da brauche ich einfach meine Ruhe. Auf ein paar schnellen Runden, klar, hier auch, aber im Rennen kann man eher Informationen gebrauchen, wie zum Beispiel, wer gerade welche Reifen hat, wenn es Jeff doch mal von sich gibt. So, jetzt geht's aber los. Also viel Spaß euch und wir wollen heute vor Maldonado in der Fahrerwertung landen. Wir haben nicht die erwartete Startposition. Verbessere deine Position mit einem starken Start. Start war in Ordnung. So, erste Kurve, sehr interessant. Mal schauen, wie es laufen wird. Davon ist Verstappen. Wir kommen ihm schon näher. Jetzt sind wir auch innen. Ja, wunderbar. Schon Elfter. Aufgepasst hier in den Esses. Dann haben wir uns berührt. Kann man geben. Die Verwarnung. War ich, glaube ich, etwas rücksichtslos. Habe aber auch wieder einen Gang zu weit runtergeschalten. Keine Ahnung, warum genau. Aber vielleicht gibt es mal Duelle mit Maldonado, der jetzt hinter uns ist. Und auch eben mit Verstappen. Wenn wir jetzt eben mal von weiter hinten starten. Also wir lassen uns nicht durchreichen. Wir reichen andere durch. Das könnte hier in diesem Rennen mal anders sein. Danke, gute Info, Jeff. Hätte ich nämlich sehr bald gefragt. Wagen muss natürlich wieder leichter werden, deswegen fällt das Benzingemisch. Da kommt schon Maldonado mit dem Mercedes-Motor an. Zu weit außen. Wagen ist auch ganz schön schwer, was ich gerade merke. Ist natürlich nichts Neues zur Rennstart, aber ist nochmal ein anderes Gefühl. Muss ich mich jetzt schnell mit zurechtfinden. Oh Gott, Untersteuer en masse.
So, jetzt kommen wir näher. Die ersten vier haben alle die härteren Reifen jetzt drauf. Zwei Plätze will ich noch mindestens nach vorne. Maldonado weiterhin hinter uns. Die S's liegen uns, ja, und vor allem auch mit den weicheren Reifen. Man sieht's ja, vor allem hier. Da verliert die KI aber zu viel Zeit, weil sie einfach da blöd programmiert ist. Da fahre ich nicht einfach so viel besser, nee. Das hat andere Gründe. Boxenstoppfenster. Du hast vier Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Nur? Beim nächsten Boxenstopp zieh dir Options auf. Oh, was ist denn da hinten los? Oh. Wer war denn das? War das ein Alonso? Das sah so dunkel aus. Der ist einfach in die Mauer gerasselt und der ist ausgeschieden. Das ist ja was fürs Nachwort. Hat mich aber auch gerade etwas irritiert. Ich muss es einfach beobachten. Der Vordermann von Verstappen war es, oder? Weil der hat jetzt freie Fahrt nach vorne. Und wir haben in der nächsten Runde DRS. Ja, ein Duell mit Verstappen, Maldonado, das ist es doch. Nicht immer bloß mit Bottas, weil wir, also mit Bottas, Williams und Daniel Ricciardo, weil wir uns durchreichen lassen müssen, sondern einfach mal Offensiv-Zweikämpfe. Und nicht Defensiv-Zweikämpfe. Habt ihr euch vielleicht auch mal wieder gewünscht und das kommt vielleicht mit dieser doch vielleicht in Anführungszeichen tollen Qualifying-Platzierung so zustande. Das war nicht schön für den Reifen. So, Verstappen, teaminternes Duell. Da passe ich aber auf, dass wir uns nicht abfertigen. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Maldonado kann nicht mithalten und ich habe mir gerade einen riesen Bock geleistet. Muss ich wieder aufholen. Vielleicht in den S's. In die erste Kurve habe ich auch beschissen angefahren. Kostet auch wieder alles Reifen. Noch haben sie keine Verfärbung. Vielleicht sollte ich mich aber an die Strategie des Teams halten, weil zwei Stop kann ich ja nicht herausfahren, denke ich. Aber die härteren will ich einfach so kurz wie möglich fahren. Und die weicheren jetzt nicht übermäßig lang fahren. Ich glaube nämlich, ja, das Spiel wird schon auch im Hintergrund seit diesem Jahr auch wirklich errechnen, wie die jetzt vielleicht beste Boxenstrategie ist. Zumindest kommt es mir so vor. Und deswegen will ich gar nicht großartig von abweichen. Der S könnten wir bekommen. Obwohl, der Messpunkt war schon da oben, dann doch nicht. Und ja, ich fahre immer noch auf Fett, ist mir bewusst und wir haben der S super. Ich will den Wagen noch leichter haben. Na, mit der S war das gerade gelber Rauch? Seltsam. Mit der S habe ich jetzt einfach mal den Bremspunkt zu weit nach vorne gelegt. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. So soll es sein. So, mal kurz lupfen. Ah, ich muss hier nochmal lupfen. Der Wagen ist so schwerfällig noch in den ersten Runden. Ist das unschön. Wir beide kommen den da vorne wieder näher. Wieder nicht schön herausgekommen. Krass, was die da so errechnen. Aber in zwei Runden komme ich noch nicht rein. Verstappen wird nicht nächste Runde reinkommen, deswegen nehme ich an, kommt er in drei Runden rein. Also komme ich in vier Runden rein. Ne, will ich jetzt noch nicht umschalten. Habe ich mir gerade noch anders überlegt, weil wir jetzt gerade so nah sind. Wenn, dann hätte ich vor den S's umschalten sollen. Oh, Verstappen, du wirst wohl fällig sein, wenn ich jetzt nicht diese Kurve noch verschmeiße. Boah, ganz schön langsam. Jetzt haben wir uns doch leicht berührt. Und jetzt bekomme ich ihn nicht. Weil ich den Schwung nicht mitnehmen konnte. Dann brauche ich jetzt hier wohl Windschatten, DRS und Fett. Das wird auf jeden Fall eng. Ich will nicht zu viel riskieren. Wir brauchen als Team jeden Punkt, den wir mitnehmen können. Da habe ich einfach den Ausgang nicht gut angegangen. Ich hatte aber eben auch noch gar keine Erfahrung mit der KI dort.
bei freier Fahrt. Fahr rein zu mir. Maldonado liegt hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen euch. Du hast noch 25 Runden vor dir. Vielleicht sollte ich hier doch mal mit dem dritten Gang probieren, herauszubeschleunigen. Fühlt sich gerade nicht so schön an. Ja, Reifen beginnen jetzt erst Farbe zu bekommen. Sie bekommen jetzt erst Farbe, sagen wir so. So, höchste Konzentration auf der Langgeraden will ich Verstappen bekommen. Spätestens. Jetzt merke ich schon irgendwie Windschatten. Deswegen habe ich hier gerade nicht so schön Abtrieb. Bestenfalls habe ich hier etwas mehr Abstand auf ihn. Da kann ich sowieso meine Kurve einfach so anfahren, wie ich es gerne hätte. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. 40 Kilo. Na, etwas näher sind wir als in der letzten Runde, auch nur etwas. 40 Kilogramm heißt 24 Runden. Wird wieder nix. Etwas Spannung aufbauen. Aber so richtig können die dem Verstappen auch nicht da vorne wegfahren. Ist zwar schon ein guter Sicherheitsabstand. Ja, doch schon so auf uns und auf Maldonado so ein Abstand. Von uns auf Maldonado. Aber schön, dass wir auch mal Verstappen um uns sehen. Ja, hier diese komischen Bremsspuren, da lassen die irgendwie Zeit liegen. Das war schon im McLaren so. Grosjean in dem Fall. Da haben wir, glaube ich, zwei Fahrer an der Ecke kassiert. Ja, die kommen jetzt schon rein. Mit dem Undercut werden die Zeit gut machen. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aufgehen wird. Rosberg liegt in Führung. Wir hatten in der letzten Runde reingemusst. Die Vorderreifen sind wieder sehr entscheidend, was mir ja klar war. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Schau mal, wenn ich reinkomme. Vielleicht können wir doch zwei Stops draus machen. Ich fahre jetzt einfach erstmal frei schnell, so schnell es geht. Dann werde ich mir das gleich mal auf der Geraden überlegen. Unterstarren. Deswegen mal kurzzeitig der dritte Gang. Mal angenommen, hier gibt es frische Reifen. Kommen Runde 8 rein, dann fahren wir bis Runde 16. 12 Runden auf den härteren sollte möglich sein. Wir bekommen ja nochmal frische Reifen. Also müssten die ja mindestens auch 8 Runden halten. Und das halten die Vorderreifen auch noch aus. Ist mein Plan, werde ich machen. Maldonado hinter uns, aber schon deutlich zurück. Ja, das war Mist. Nein, ich versuche einfach ordentlich anzubremsen. Das war wieder zu spät. Lieber etwas eher. Lieber etwas eher vom Gas gehen und dafür eben mehr Schwung mitnehmen, als eben zu schnell rein und dann eben keinen Schwung mitnehmen zu können. Einer ist ausgeschieden, das haben wir gesehen. Anscheinend ist Massa an die Box gefahren. Na, wir sollten vielleicht doch schon am Ende dieser Runde reinkommen, dann wird es doch eng mit zwei Stops. Deswegen wollten die uns schon so früh drin haben. Jetzt verstehe ich es dann doch in Runde 7. Aber bei 50% Rennlänge einen Boxenstopp mehr herauszufahren, das bringt deutlich mehr, als dann eben ein paar Runden mit frischeren Reifen umherzuhetzen. Zumindest so meine Vorstellung und meine bisherige Erfahrung mit 50% drin. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja auch immer ganz gut bei DTM und F1, der ja gerne 100% Rennen fährt. Was heißt gerne? An sich ausschließlich.
Ligarennen mal abgesehen. Und da kann man ganz gute Vergleiche ziehen. Ist auf jeden Fall auch für mich hilfreich. Oh Gott, nee, so wird das nichts mit dem Reifen. Gegen Ende eines Stints. Maldonado fährt auch weiter. Gegen Ende eines Stints sowieso. Ja, ich komme rein. Dann kann ich gleich mal was ansprechen, was ich gerade machen wollte. Aber erstmal bekommen wir das hier noch ganz gut hin. Mit dem ersten Stint war ich jetzt nicht so zufrieden. Waren irgendwie überall zu viele kleine Fehler drin. So, erstmal trinke ich was. Ach, Verwarnung wegen Abkürzen da. Naja, immerhin bloß eine Verwarnung. Was ich ansprechen wollte, Bremsbalance ist ja beim Toro Rosso eher so, dass ich das zuletzt eher weiter nach hinten gelegt habe. Und gegen Ende eines Stints scheint das hier auch beim Toro Rosso in Austin ganz gut zu sein. Anfang glaube ich nicht unbedingt. Maldonado hinter uns und der erste Gang ist nicht schön. Reifen eisekalt. Vorderreifen sollten jetzt in den SS früh Temperatur bekommen. Wir sollten vor Verstappen bleiben. Hoi. Jetzt kommt er deutlich näher, weil unsere Reifen kalt sind. Oh Gott, die bekommen ja gar nichts rein. Ist ja mal wieder schlimm. Aber sieht man mal in diesem Spiel, was drin ist. Mit warmen oder kalten Reifen. Das war früher nie wirklich ein Problem. Vorderreifen sind soweit bereit und Verstappen kommt bald ins DS-Fenster. Aber wir haben ihn bekommen beim Boxenstopp. Schön. Jetzt müsste ich eigentlich bis Runde 16 fahren mit den Reifen. Wenn ich wirklich mit zwei Stops durch will. Na mal schauen, ich fahre jetzt einfach mal ordentlich. Das ist die beste Grundlage, die man überhaupt haben kann. Einfach ordentlich fahren. Und dann eben bestenfalls auch noch schnell. Wobei ordentlich schon eine ordentliche Geschwindigkeit ist. Na, Verstappen verliert jetzt wieder. Wir sind doch an sich schneller. Oder hat er die härteren drauf? Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Finde ich gut. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Ne, das Team rechnet immer noch mit 3 Stops. Weil das noch das Optimale wäre, weil wir es wohl mit härteren Reifen einfach nicht schaffen werden. Ähnlich wie in Österreich, das habe ich alles im Hinterkopf. Aber es ist gerade so knapp, es ist so knapp, dass wir wirklich 2 Stops schaffen können. Dafür muss ich jetzt aber auf jeden Fall die Reifen gut behandeln. Wenn ich hier wieder zu viel stehen lasse, dann wird es auf jeden Fall nichts mit 3 Stops und das muss mir dann früh genug klar werden. Masse bekommen wir sowieso nicht da vorne. Platz 8, jetzt weiß ich gar nicht, wer hinter uns ist. Grandjean vielleicht? Grandjean oder den Ricardo. Ein dunkles Fahrzeug ist da vorne ausgeschieden. Kann eigentlich bloß Grandjean gewesen sein, weil der hat ein dunkles Fahrzeug und ist auch da vorne gestartet. Ich werde jetzt einfach mal die Reifen gut behandeln. Aber auch nicht zu langsam fahren. Natürlich, die sind frisch, da holt man das meiste heraus. Verstappen ist gefährlich nah. Und Verstappen ist auf jeden Fall auf 3 Stops aus. Und er klebt hinter uns. Ich habe es nicht geschafft, im ersten Stint an ihm vorbeizufahren. Lag an vielen kleinen Fehlern, die ich drin hatte. Mal gucken, ob er es schafft. Sollte klar sein, dass sie noch keine Abnutzung haben. Aber hinter Verstappen ist eine ordentliche Lücke. Warum der erste Gang? Ich blöd, Mann. Mann!
Wenn wir den S keinen Fehler machen, dann bekommt er uns hier nicht, aber dann eben mit der S. Hamilton hat sich für Options entschieden. Wechsel auf weichere Reifen bei Hamilton. Das ist wieder so eine Info, die ich nicht brauche. Aber kein Grund, Jeff zu sagen, ja, lass mich in Ruhe. So, Fett brauchen wir nicht schalten, dafür haben wir jetzt genug Vorsprung. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 19 Runden. Ich glaube, Grosjean ist da ausgeschieden. Hab mir gerade wieder Gedanken gemacht, wer könnte das gewesen sein. Ist auf jeden Fall ein Kandidat, der vielleicht wirklich vor uns ins Ziel gekommen wäre. Rosberg legt sich mächtig ins Zeug. Er ist gerade die bislang beste Runde des Rennens gefahren. Verstappen hält sich wacker hinter uns. Also ein Fehler und er ist vorbei. Also ein Fehler jetzt. Und der ist auf jeden Fall gelb, hä? Ist da oben hinten irgendwas passiert? Quert vielleicht vor der Boxengasse? Wie in echt? Also, er ist jetzt rein Verstappen, weil er auf 3 Stops aus ist. Puh, bin mal gespannt, wie das endet. Also wir haben gesehen, 13 Runden im freien Training sind wir gefahren. Dann haben die vorne Temperatur bekommen, aber jetzt der Wagen schwerer. Und ich fahre natürlich auch schneller als im freien Training. Von daher halten die vielleicht, sagen wir mit gut Glück, diesen Ort nicht gelb, wenn wir 11 Runden haben. Überrundet werden wir nicht, glaube ich nicht. Und von daher können wir damit auch nicht rechnen. Maldonado hat einen ordentlichen Rückstand auf uns, das ist schön. Aber Verstappen ist unser Gegner hier im Rennen, ganz klar. Benzin haben wir jetzt wieder gut was angespart. Geht nämlich wieder deutlich nach oben. Wir sind wieder im positiven Bereich. Reifen habe ich bisher ganz gut behandelt. Aber gegen Ende eines Stints wird es dann immer schwieriger, das eben auch weiterhin gut durchzuführen. Bin vielleicht gerade etwas konzentrierter, gebe weniger von mir, aber dafür sparen wir vielleicht Reifen. Auf jeden Fall eine gewisse Anspannung und eine erhöhte Konzentration ist auf jeden Fall da. Die ist immer da. Aber hier vielleicht heute mal besonders, nachdem das Qualifying vielleicht nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen ist. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. 18 Runden, also ich sag mal so. Hätten wir mit den Reifen aus Q2 starten müssen, sprich den angefahren, hätten wir auf jeden Fall auf 3 Stops gehen müssen. Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar. Aber so, wer weiß. Ein Segen, in Q2 ausgeschieden zu sein, könnte sein. Wir machen weiterhin Boden gut und bisher läuft es auch ganz gut hier. Bin ganz zufrieden mit den Rundenzeiten. Auch wenn ich nicht groß vergleiche, ja, wie viel haben wir verloren oder so. Ich schaue einfach, dass ich in meinem Rhythmus bleibe. Und Zeiten sind mir gerade relativ egal. Obwohl die natürlich ein erster Indikator sind, wenn wir weiterhin verlieren würden. Deutlich. Dann macht man das eben daran fest. Boxenstoppfenster. Oh. Noch 17 Runden. Gelb vor uns oder hinter uns? Grüne Flagge. Runde 16 müssten wir erreichen. Oh, da ist er ja schon. Aber immerhin fährt er gerade nicht auf der DDR-Linie. Cool, KI, Lob an dich. War vielleicht bloß Zufall, aber dennoch in Ordnung. Also Massa legt jetzt sowieso einen Boxenstopp mehr ein, obwohl er wäre vielleicht gerade reingekommen. Aber jetzt verliert er sowieso Zeit, weil er eben zur Box tuckert. Ricardo auf dem Weg an die Box. Ricardo an der Box.
Okay, Daniel Ricciardo ist also nicht ausgeschieden. Ich glaube immer mehr daran, weil das ein dunkles Fahrzeug war, das war Grosjean. Was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. Den ersten Gang will ich hier nicht mehr. Es läuft gerade ziemlich gut vom Gefühl her. Bin gerade sehr zuversichtlich, dass wir das hier mit zwei Stops schaffen, weil wir eben nur frische Reifen bisher haben. Das war abkürzen, weil das Quietschen kam. Die Zischen. Aufsetzen des Wagens. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein aus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. In drei Runden an die Box, das könnte wirklich klappen. So, wenn wir 8 Runden auf frischen, weicheren fahren, dann müssten doch 11 Runden auf frischen, härteren drin sein, oder? Bitte kein zweites Spielberg. Jawohl, die bekommen jetzt schon gelb. Ich bin mal positiv. Runde 16 kommen wir rein. Der Wagen hinter dir hat gerade Options aufziehen lassen. Daniel Ricciardo also muss er nochmal rein. Also auch drei Stops. Drei Stops beim Reifenschoner Red Bull. Dann würde er jetzt auf jeden Fall auf uns Zeit gut machen. Aber Daniel Ricciardo ist meines Erachtens wohl hier nicht unser Gegner. Aber er ist in der Gruppe hinten. Und die haben die ganze Zeit schon freie Fahrt. War jetzt nicht schön der Ausgang da. Könnte ich bald wieder was raushauen. Aber das mache ich erst mit frischen Reifen. Bottas jetzt vor uns, hat den Boxenstopp. Oh oh. Hat etwas Zeit gekostet, aber jetzt nicht so viel schlimm. So viel schlimm, was war denn das für ein Quatsch? Und man sieht, Daniel Ricciardo ist uns deutlich näher gekommen. Gibt's wohl noch zwei Kämpfe. Gegen Ende unseres zweiten Stints. Ein Glück, dass die Hinterreifen länger als die Vorderreifen halten, bei der Aktion zumindest. Ah, Mist. Jetzt machen sich schon langsam die abgenutzten Reifen bemerkbar. Oh, 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 oh. Tja, Runde 15 wahrscheinlich schon rein. Nee, da muss ich ja 14 Runden auf den fahren, ist auch doof. Ach Mann. Bei 50% drin hat man natürlich ein kleineres Fenster, wenn man eben sich dann auch später umentscheiden möchte. Eine andere Strategie zu fahren. Dafür ist einfach nicht die Zeit da. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Mache ich auch mit frischen Reifen, Jeff. Und da ist er denn, Ricciardo. Kein Gegner für uns, ich lasse ihn einfach mal vorbei, nutze ich mal diesen Fahrfehler. Anders als in Ungarn. Da fand ich aber Punkte für uns generell dann doch sehr schwierig. Und dann wollte ich es auch gegen den Williams wissen. Als ich mich da ja so schön mit ihm duelliert habe. Auf Startziel. Ja, eigentlich müsste ich jetzt schon rein, aber wir fahren 13 Runden, stimmt ja. Wenn ich Runde 16 reinkomme, sind es ja 13 Runden. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Noch 25 Kilo Benzin. Also in Essis fährt er uns nicht wirklich davon. Eher beim Herausbeschleunigen. Der erste Sektor liegt uns generell. Und dann aber im letzten Sektor, da macht er ordentlich Zeit gut. Mit frischen Reifen. Wer hat jetzt hinter uns? Eigentlich müsste ich jetzt schon reinkommen, weil die Reifen... Ja, ist gerade der Punkt reinzukommen. Solltest du allmählich Abnutzungserscheinungen deiner Reifen bemerken. Sag Bescheid, falls es zu schlimm wird. Also Runde 16 komme ich rein, das ist Fakt. Ist an sich eine Runde zu spät, wenn man sich die Reifen anschaut.
mindestens eine Runde zu spät, aber ich bin ja auf 2 Stops aus. Das ist meine letzte Rettung. Weil jetzt auf 3 Stops gehen, das würfelt uns aus den Punkten. Vielleicht müssen wir es gehen, aber wir werden es sehen. Wer nichts mag, der nichts gewinnt. Und ich habe ja schon das Qualifying gewissermaßen verschissen. Wobei das überhaupt die Möglichkeit war, um 3 Stops aus dem Weg zu gehen. Habe ich ja schon angesprochen. Mit gebrauchten Reifen am Start, also mit nicht gesparten Reifen, aus dem Qualifying hätten wir hier nie und nimmer 2 Stops in Betracht ziehen können. Na, jetzt bleiben auch noch die Vorderreifen stehen, ist nicht schön. Beim Anbremsen kann man sowas noch am ehesten vermeiden. Verstappen jetzt zum letzten Mal in der Box. Tja, wir werden dann am Ende des dritten Stints auf abgelutschten Reifen unterwegs sein und Verstappen kann eben vielleicht noch ganz gut attackieren. Das wird sehr spannend werden. Boxenstopp. Alles klar. Options aufziehen? Nein. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Options auf. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Naja, wir machen es anders. Boxenstopp. Alles klar. Primes aufziehen. Zur Bestätigung beim nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Primes auf. Schön. Ein Glück gibt es hier so eine lange Gerade, dass man das mit Leichtigkeit korrigieren kann. Und das konnte ich auch noch korrigieren. Box. Das ankommende Heck. Schon mal vorsorglich, dann mit kalten Reifen. Ich habe es vorhin nochmal besonders gemerkt, was da los war. Jetzt merkt man es ja in der zweiten Hälfte der Strecke, dass ich hier ordentlich Zeit verliere mit diesen abgelutschten. Jupp. Das sind gerade Monster-Reifen. Monster Endrunde 1. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten auf jeden Fall eine ganze Ecke vor Verstappen herauskommen, um eben vor ihm zu landen am Ende des Rennens. Los. Aktuell sind wir noch 7. Hinter uns ist auch Quert. Geht er auch auf? Okay, bleib hinter der weißen 2 Stops. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Nasser vielleicht auf den härteren gestartet oder zwischendurch schon härtere gehabt und kommt nochmal rein. Oh, der hat bisher ein grandioses Rennen abgeliefert und kann vor uns ins Ziel kommen. So, Reifen gut behandeln, damit die hier schnell Temperatur bekommen. Dein Treibstoffmanagement ist bisher ausgezeichnet. Weiter so. Ja, das will ich aber alles noch verbraten, keine Frage. Und das kommt auch bald zum Einsatz, spätestens auf der Geraden. Der hatte die Härteren schon zu Rennbeginn drauf gehabt. Aber der kommt nochmal rein. So früh wie wir schon reinkommen sollten. Temperatur ist noch nicht wirklich da, weil die Reifen eben im Rennen besonders kalt sind, weil Heizdecken eben schon länger ab. Jetzt kommt das aber mal weg. Ja. Also doch kein übergrandioses Rennen von Nasser. So, hier will ich die Anzeige nicht haben, aber ich weiß, die Reifen sind noch nicht optimal in Sachen Temperatur. Ist mir durchaus bewusst. Deswegen fahre ich hier bedacht. Maldonado jetzt hinter uns. Oh, 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 oh. Oh, 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 weil Zweikampf. Nicht unbedingt oh, 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 weil Unfall. Die Reifen müssen halten, also nicht verbraten. Wir verbraten gerade Benzin. Müssen wir auch. Ah, da kam das Heck wieder leicht rum. Reifen haben auf jeden Fall Temperatur.
Und ich werde nach der langen Geraden erstmal wieder auf Standard schalten. Ich will das zum Verteidigen haben. Das fette Benzingemisch. Weil Verstappen, Maldonado sind beide hinter uns. Nasser kommt rein, dann sind wir siebter. Dann kommt auf jeden Fall noch jemand von hinten an. 12 Runden. Uiuiui. Gut, gut, gut. Alles in Ordnung soweit. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Boxenstopp-Fenster. 6 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Nee, danke. Bestenfalls, nee, danke. Die dicke schwarze Spur da ist auch immer wieder sehr interessant. Oh, bleibe ich vom Gas? Muss Maldonado gerade abreißen lassen? Ich vertraue den Dingern einfach mal. Die müssen halten, damit das eben aufgeht. Der hat auch das gesamte Rennen über frischere Reifen, weil er eben im Boxenstopp mehr fährt. Mhm. Im Visier klingt ja nicht gut beim Maldonado. Fahrer hinter mir. Ja genau, wartet, bis ich aus den Kurven raus bin. Das ist gut, Chef. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Maldonado war mir klar und dafür hat er mich in der Kurve in Ruhe gelassen. Schön. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Verstappen ist so weit hinten, aber ist die Frage, halten unsere Reifen? Ich muss die Reifen hier gut behandeln. Maldonado macht gerade nicht wirklich Druck, sofern wir konstant fahren. Und ich brauche die Reifen. Unsere Reifen bestimmen auf jeden Fall das Rennen. Mal kurz lupfen. Ist immer noch irgendwie angebracht. Maldonado bekommt jetzt zu tun. Wahrscheinlich der, obwohl wir sind jetzt Achter. Oh Gott. Kam mir das Heck komischerweise rum. Der uns noch bekommen wird, der hinter einem Maldonado gerade liegt. Obwohl Verstappen da hinten müsste ja Elfter sein. Ist Überrundung, damit rechne ich ihn noch nicht, weil Hamilton, als wir auf Startziel waren, war er gerade, als wir auf der Gegengeraden waren, war er gerade bei Startziel. Verstappen jetzt hinter uns, weil Maldonado nochmal drin war. Neun Runden sind es noch. Wenn die Reifen jetzt schon Farbe haben, dann wäre es vorbei. Dann würden wir das nicht schaffen. Haben noch keine. Gut. Oh Mann, das wird so spannend werden. Nicht unbedingt schöne Zweikämpfe, aber die Reifen. Fahrer hinter mir. Wenn die Reifen wirklich halten und nicht wirklich fast rot wären, dann schaffen wir das, bin ich zuversichtlich. Kam in das Heck wieder etwas? Jetzt muss ich auch mal die vorletzte Kurve ordentlich erwischen. Ja, Verstappen ist gerade erst da hinten. Das geht besonders auf die Reifen. Sollte ich ebenso wenig wie nötig einlenken und so viel wie nötig. Das war gerade gefühlt etwas zu viel, wie ich dann doch bemerkt habe. Weil die Reifen haben sich kurz mal gemeldet mit Quietschen.
Jetzt sind wir Siebter, weil den Ricardo in der Box. Der bekommt uns aber noch. Wir sind drei Plätze vor unserer erwarteten Platzierung. Drei Plätze vor der Verstappen eben nochmal drin. Wenn, dann müssten wir jetzt auch nochmal reinkommen. Dann wären wir auf der sicheren Seite vor Verstappen. Aber die Reifen würden das jetzt noch nicht aushalten. Die fahren jetzt auf den härteren zu Ende gerade. Die ziehen sich jetzt die härteren Reifen auf. Sechs Runden. Das war zu viel. Das kostet Reifen. Oh Mann, ich muss es auch unbedingt so spannend machen mit diesen Pneus. Immer noch keine Farbe, aber wenn sie Farbe bekommen, geht's ganz schnell. Also wenn es Runde 23 gerade mal anfängt, gelb zu werden, dann haben wir eine Chance, dass alles gut wird. Hamilton führt das Rennen an. Fahr rein zu mir. Nasr liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 14 Sekunden. Noch 8 Runden. Der müsste ja schon final in der Box gewesen sein. Der war ja vor uns, vor kurzem. Und jetzt ist er 14 Sekunden hinter uns. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Also wenn ich rein will, nochmal rein will, dann muss ich es in Runde 22, sprich der nächsten, machen. Wir hätten dann diese 5% Reifen, die halten eben gute 7 Runden. Der Wagen wird auch immer leichter. Ich fahre aber auch zuletzt wieder ganz schön reifenverschleißend. Oh, da vorne gibt's Farbe. Jetzt sind es noch 7 Runden, 7 volle Runden. Lenkeinschlag so gering wie möglich halten. Ich überlege gerade innerlich. Ja, was machst du? Nochmal reinkommen jetzt? Fahr rein zu mir. Nase hinter dir. 14 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 7 Runden. Ja, der wird auf jeden Fall vor uns rutschen. Pah. Muss mich jetzt entscheiden. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Boxenstoppfenster. Jetzt überlegt er gerade selber, was machen wir denn mit ihm? Ja. Die Runden weiß er auch nicht. Da hinten ist aber weit und breit niemand zu sehen, aber wenn die Reifen tot sind, dann sind sie tot. Wechsel auf weichere Reifen bei Hamilton. Seinen Reifen nach zu urteilen, sollte Ricardo in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Ich will irgendwie keinen Spielberg erleben. Ich riskiere es einfach mal. Zur Not haben wir in den letzten 2 Runden nochmal ordentlich Duelle. Jetzt bekommen wir die 5% Reifen. Hoffentlich versaut das Spiel nicht. Ja, sollten sie sein. So, da ist Nasser. Da kommt Kvyat. Nee, Verstappen auch. Jetzt bin ich ja noch fett, ne? Upsa. Ja. Die bekomme ich jetzt. Reifen sind eiskalt. Ich kann jetzt in den SS nichts machen. Und erst gegen Ende dieser Runde werde ich sowas wie Temperatur drauf haben. Es geht gerade nicht schneller, Leute, also bitte gedulden. Auf der Geraden könnt ihr vielleicht was versuchen. So, Hinterreifen rutschen jetzt hoffentlich nicht mit weg. Der jetzt der Erste wird uns bekommen, Kvyat. Ein Rivale für uns gegen Rennende.
So, jetzt zeigt er sich mal kurz, aber das wird da nichts. Die Reifen darf ich jetzt aber auch nicht zu sehr rannehmen. Es ist nicht so, dass ich jetzt zwei, drei Runden komplett über habe. Die Reifen arbeiten jetzt. Wir sind auf dem angedachten achten Platz, aber quer. Jetzt könnte uns mal Probleme bereiten. Wer hätte das gedacht? Aber das Rennen geht ja noch ein paar Runden. Da kann auch noch anderes passieren, außer ein Quert. Wir haben ja gut was zu verbraten. Oh ja, da habe ich auch nicht gespart für das Rennende. Brauchen wir auf den Geraden sowieso. Und dazu müssen auch die Kurven, also speziell die S's, wirklich auch funktionieren, um uns da auch wirklich vorne zu halten. Jetzt ist meine Zeit für eine schnellste persönliche Runde, und zwar eine ordentliche. Sprach er und fuhr was Rotes. Quert ist Reifenschoner mit dem Red Bull, das ist uns bewusst. Aber ich bin immerhin auf meinen geliebteren, weicheren Reifen unterwegs. Und die haben jetzt eben auch Temperatur, damit kann ich was machen. Ich glaube, ich werde es so handhaben. Die ersten beiden Sektoren auf Fett und der dritte auf Standard. Etwas zu früh runtergeschalten, da kam das Heck. Zu hohe Drehzahl. Kurz lupfen. Und weiter geht's. Quert muss zurückstecken. Und ich auch in der Kurve. Jetzt mal nicht abgekürzt, dafür wird den Ausgang nicht erwischt. Ich finde die Kurve eigentlich ganz gut. Aber das hat man bisher überhaupt nicht gesehen. Fahrer vor mir. Ach so, weil wir gerade über die Linie sind, obwohl wir waren schon drüber. Hui. Nochmal Quert, ja gut, der ist ziemlich weit vorne für seinen Startplatz, aber auch Nasser. Aber wenn, dann müsste er jetzt reinkommen, weil alles andere wäre deutlich zu spät. Aber mit frischen, weicheren Reifen kann man durchaus 6 Runden fahren. Oh, er ist reingekommen, Maldonado ist hinter uns und hinter uns ist auch nichts mehr auf der Karte zu sehen. Verstappen ist aber auch weit weg. Fahr rein zu mir. Na mal schauen. Bin gerade wirklich sehr erleichtert, sogar auf den weicheren gegangen zu sein, weil die haben noch gar keine Farbe und gleich eben die 6, die 7 und die 28 noch zu fahren. Nasser ist vielleicht noch das Ziel, was wir bekommen müssten. Die Reifen geben das durchaus her, also jetzt volle Attacke. Da muss ich aber gerade mal stark lupfen. Und wieder nicht schön erwischt. Nasser verlegt da vorne deutlich. Das müsste er ja sein. Wer soll es sonst sein? Denn Ricardo ist es mit Sicherheit nicht. Warum auch? Dann müsste er eine Runde Rückstand haben. Ja, die Runde, ups, die war wieder nicht so toll. Na, dann in der nächsten. In der nächsten Ecke hier. Da war das Schnellmenü wieder nicht so schnell wie ich. Ja, bisher doch nicht wirklich die Duelle gehabt. Aber vielleicht wird es noch eins mit Nasser. Dazu muss ich mich aber ranhalten. Es sind nicht, na, etwas mehr als 2,5 Runden. Und da vorne ist er am Knick.
Und er hat immerhin den stärkeren Motor und das war doof. Nee, ich versuche eher den Wagen nach vorne zu regeln, sprich auf Platz 7 zu steuern. Aber das war jetzt Zeit verlost, jetzt bekommen sie Farbe. Am Maldonado ist ja gerade in Punkten. Ich habe gerade überlegt, ja, 4 Punkte hätten wir doch. Aktuell, aber Maldonado nimmt ja selbst 2 mit. Also ein Punkt Rückstand, aber nicht zu viel rechnen. Das nervt mich schon immer, wenn das Heiko Wasser in echt macht. Auch wieder zu spät. Mann, vielleicht bekomme ich es in der letzten Runde hin. Eine Kurve, die ich gar nicht so verkehrt finde. Die ich aber bisher sehr verkehrt gefahren bin. Eine Kurve, ja. Jetzt bekommen sie eben deutlich Farbe. So, etwas zu früh eingelenkt. Nee, das wird nichts mit Nasser, glaube ich nicht. Vielleicht stapel ich gerade absichtlich tief. Also von hinten droht keine Gefahr. Ich werde am Ende Benzin und Reifen übrig haben. Die habe ich dann nicht optimal ausgenutzt. Weil es ja schon die vorletzte Runde. Dann fahre ich jetzt auch komplett auf Fett zu Ende. Also stelle nicht mehr auf Standard um. Lass mal abkürzen, ich bleibe auf dem Gas. Ja, ist zu viel. Hab die letzten Runden zu viel schleifen lassen. Schafft der Schlingel das doch noch vor uns, auf Platz 7 zu fahren. Also Qualifying ist manchmal verhalten oder feu von sauber. Aber die Rennresultate, speziell von Nasser, die sind immer allererste Sahne. Jetzt war's doch mal ganz gut. Ah, es kommt zu spät. Zumal diese Kurve jetzt Mist war. Ach Mann, da waren einfach überall in diesem gesamten Rennen zu viele kleine Fehler. Verstappen liegt hinter uns, das ist gut. Damit nimmt er dem Maldonado Punkte weg und wir dürften jetzt gerade punktgleich sein. Und wir gewinnen als Team weiter Punkte. Oh, wir waren beinahe überrundet worden. Da war hinter Verstappen also der Hamilton. So, bin mal gespannt. Maldonado müsste auf jeden Fall Zehnter werden. Außer er hat es nochmal verschmissen. Aber selbst das könnten wir auch nochmal machen. Einmal nicht aufgepasst, Nase ab und wir sind nicht in den Punkten. Vielleicht ist der Zehnte auch gar nicht mehr in der letzten Runde, weil Hamilton ihn bekommen hat. Wer weiß. So, gleich haben wir das geschafft und irgendwie war das vielleicht doch ein ziemlich dürftiges Rennen. Zwar eine gute Platzierung, weil eben wahrscheinlich Grosjean ausgeschieden ist, ansonsten wäre das noch sehr interessant geworden. Und dann das Spannendste war, glaube ich, das Spannendste war natürlich hier Verstappen zu Beginn, den ich aber nicht wirklich angegriffen habe. Und das nächstspannendste waren meine vielen Fahrfehler. Das sagt, glaube ich, ziemlich viel über das Rennen aus, aber wir haben 4 Punkte geholt. Wir sind 8. geworden. 6 Punkte, also Platz 7 mit 6 Punkten natürlich noch besser gewesen. Dafür waren aber die vielen kleinen Fehler verantwortlich, das gesamte Rennen über. Da bin ich nicht so ganz zufrieden, aber ein 8. Platz ist ordentlich. Und Nasser hat auch noch 5 Sekunden bekommen, scheiße.
Ah, oh, ist das ärgerlich. Jetzt vermiesen wir meine Stimmung nochmal. Verstappen viermal in der Box, weil... Oh, ist gerade richtig ärgerlich, weil das waren einfach zwei Punkte, die wir einfach so in den Wind geschossen haben. Schaut euch mal den Abstand an zwischen uns und Nasser. Oh Mann, ist das ärgerlich. Und Rosberg zwei, na gute zwei Sekunden hinter Hamilton. Ja, Grosjean ist ausgeschieden, der ist nicht unter den ersten 12. Also Hamilton gewinnt vor Rosberg, das ist für ihn gut in Sachen WM, weil die sind ja recht nah beieinander. Vettel, Räikkönen, Bottas, Maldonado hat es eben auf Platz 10 geschafft, das schaue ich gerade nochmal. Ricciardo auf Platz 6, soweit klar. Massa, stimmt, der hat ja einen Plattfuß, deswegen sind wir auf Platz 8, ansonsten wären wir 9. gewesen. Nasser, natürlich phänomenal, wie gesagt, im Rennen sind die sauber, einfach richtig sauber. Oder nicht mehr ganz sauber, weil die eben so abgehen. Carlos Sainz, via 8er, Verstappen 9er, das heißt, für unser Team 6 Punkte, McLaren nimmt keinen Punkt mit und Maldonado mit Lotus nur einen, aber Lotus, die bekommen wir sowieso nicht, aber auf Maldonado, sehr schön. Punktgleich müssten wir sein, Verstappen wie gesagt 4 Stops, deswegen liegt er doch hinter uns, ansonsten wäre es wirklich knapp geworden mit ihm im Duell um Platz 8. Und Alonso habe ich schon gesagt, 11er, Ericsson 12er. Massa nur 13. Weil 3 Stops eben, ich hab's ja gesagt. Er hatte seinen Plattfuß, als er wirklich hätte normal reinkommen müssen, aber die Zeit ohne Luft auf dem Reifen, die hat ihm einfach viel zu viel gekostet. Kvyat nur auf 14. Der war mal hinter uns, aber da musste noch ein 4. Boxenstopp her. Auch zu viel, wenn man sich eben mal den Ricciardo anschaut, der 3 gefahren ist. Wir hätten am wenigsten Boxenstops haben können, aber ich glaube, die Härteren hätten das doch nicht gemacht. Und sonst, wie gesagt, Kvyat hatten wir. Button, Perez, 15, 16, Hülkenberg nur auf 17. Button auch mit einer Strafe, vielleicht eben mit Nasser. Stevens ist 18., Mary 19. und letzter Grosjean. Das war also Grosjean da vor der langen Geraden. Bin mal gespannt, ja, es wird wahrscheinlich so wie in Monza Verstappen einfach langsamer geworden sein, geradeaus und dann war er weg, schätze ich mal. Weil gekrümelt hat es ja auch nicht, also keine Nase ab, nee, war ja nix. Also wir schauen mal kurz, klar, Kollision mit Perez, da habe ich ihn glaube ich sogar abgeschossen, also ich glaube, ja, was heißt ich glaube, da war ich zu hart. Das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, aber ich warte nochmal auf die Wiederholung. Dann Verstappen-Kollision mit Stevens. Dann geht's nicht so unbedingt heiß her. Dann Nasser mit gelbe Flaggen ignoriert. Okay. Schwere Kollision mit Massa, Jensen, Button. Das war also der Plattfuß. Okay. Dann Massa eben nochmal mit Button. Das ist es eben. Dann kommen wir, Kurve abgekürzt. Das war Kurve 1. Kurve 1 war das oben. Hülkenberg dann nochmal Kollision mit Kvyat. Deswegen 4 Stops bei Kvyat? Fragezeichen. Obwohl, nee, es war jetzt gegen Ende, da war er schon hinter uns. Aber naja, 8 Punkte, 8. Platz, 4 schöne Punkte. Ach, ist das schön, auf die Punkte zu schauen. Hamilton hat jetzt eben einen ganz guten Vorsprung für die letzten 3 Rennen. Es war noch nichts in trockenen Tüchern. Zum Beispiel kann Rosberg mit 3 ersten Plätzen und bei 3 zweiten Plätzen von Hamilton noch Weltmeister werden. Und dahinter, ja, Räikkönen. Der hat damit nichts mehr zu tun, ganz klar. Aber ich will jetzt einfach mal nach unten schauen. Und zwar Maldonado und Villa sind punktgleich. Er hat einen 3. Platz, deswegen liegt er aktuell vor uns. Das wird er auch immer haben. Ich glaube nicht, dass wir in den letzten 3 Rennen nochmal aufs Treppchen fahren. Also Punktgleichheit würde uns nicht reichen, um vor Maldonado zu landen. Jensen Button hat keinen Punkt geholt, wir sind einen vor ihm. Und Verstappen, der hat 4 Punkte Rückstand auf uns. Hülkenberg, der könnte vielleicht nochmal uns gefährlich werden, aber ich glaube nicht unbedingt dran. Alonso sowieso nicht, Kvyat glaube ich auch nicht, obwohl er bei allem ja den Wagen hat, um deutlich vor uns zu landen. Man sieht es ja am 6. den Ricciardo. Ericsson kennen wir ja schon aus der ersten Saison, war nicht wirklich ein Rivale. Perez dann dahinter, Stevens führt vor Mary. Gut, die Teams. Ja, ist ja soweit auch alles gegessen. Wenn man eben die vorderen Plätze sieht, sagen wir einfach mal alles, was Red Bull oder weiter vorne betrifft. Lotus liegt gar nicht so weit vor Sauber.
kann man schaffen mit einem Nasser, aber auch Grosjean ist in der Regel immer gut in den Punkten. Wir liegen jetzt gut vor McLaren Honda. Und ja, sauber, das schaffen wir nicht. Und Force India sollte uns auch nicht mehr kommen, nicht mehr bekommen, das sollte soweit klar sein. Werfen wir doch mal wieder einen Blick, was so im Rennen los war. Ein paar Szenen gibt es dann doch, und zwar eben die Aktion mit Perez, wo ich schon sagte, na, war da was dran, was von mir nicht so ganz fair war. Wir werden es gleich nochmal sehen, eben aus der Sicht von Perez. Der war hier natürlich noch klar vor uns. Da hinten ist jetzt gleich, ja, da rechts neben ihm Verstappen, den haben wir nach der ersten Kurve gesehen. Und gleich kommen wir vorbei, und was eben mein Fehler war, warum habe ich da runtergeschalten, das war eben auch ein Grund, warum wir erst so spät an ihm vorbei sind. Und ich würde sagen, es ging noch in Ordnung, es war etwas rüpelhaft, aber ich habe es mir dann doch schlimmer vorgestellt, als es letztendlich war. Und was auch war, das war eben Grosjean. Hier sehen wir es nochmal, was mit ihm los war. Wir konnten es ja an sich schon sehen, weil wir gar nicht so weit weg waren. Achtung. Er legt ein, aber irgendwie geht's nicht mehr, und dann ist er einfach ausgeschieden. Ich schätze mal, das war wieder so ein Alibi-Ausfall. Also das Spiel will halt auch, oder Codemasters will das auch mal wagen ausfallen, aber da könnte jetzt die Lenkung gebrochen sein, aber so richtig glauben kann man es denen nicht. Also bei Grand Prix 4, da waren die technischen Defekte auch teilweise zufällig. Aber das habe ich danach eher geglaubt. Aber jetzt nochmal Massa, jetzt kommt's nämlich, was mit ihm los war. Er hatte beim Anbremsen einen Reifenplatzer. Anfangs ist er lange auf dem Randstein gefahren, und der Vorderrechte sieht schon etwas eigenartig aus. Auf jeden Fall war das nochmal die Auflösung mit Massa. Ein achter Platz ist dabei herausgesprungen. Man muss eben auch noch bedenken, ja, Nasser hätten wir eigentlich bekommen müssen. Aber dann eben Massa auf jeden Fall vor uns, und eben auch noch, ja, Grosjean würde ich auch vor uns sehen. Dann wären wir an sich Neunter geworden, aber was mir zwischen Aufnahme beenden und eben dem fertigen Schneiden dieses Videos hier aufgefallen ist, oder was immer wieder aufkam, ich habe lieber dann doch so ein Rennen als eben Suzuka, was letztendlich irgendwie enttäuschend war, also einfach aus ergebnistechnischer Sicht. Wir hätten hier wirklich Siebter werden müssen letztendlich, aber achter Platz, das sind solide Punkte. Aber Suzuka, das war wirklich schon ein Highlight-Rennen, das hat wirklich richtig Spaß gemacht, und ich war da die ganze Zeit am Limit, habe mich dann auch wohler gefühlt, aber hier waren es einfach Punkte. Punkte zählen am Ende, und die schönen Rennen, die erlebt man einfach beiläufig, also wo richtig viel passiert, wo man auch ein richtig gutes Ergebnis einfährt. Und in Mexiko kann es eben schon wieder soweit sein, aber ich schätze mal, morgen werde ich für euch noch das Abstimmungsvideo für die dritte Saison raushauen. Das werdet ihr dann dort alles sehen, und ich sage jetzt erstmal bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.